Folge Nummer 34 von Oxygen Not Included und stopp mal, wer ist, ja genau, ich habe die falschen Tasten genommen. Diesmal habe ich die Falltaste genommen, so wie ich die bei Simotrans immer nicht nehme, so habe ich sie jetzt genommen. Also hier oben war klar, wieso ist die Tür auf? Hatten wir nicht gesagt abschließen? Naja, dann läuft's jetzt. Und wir machen mal die Sanitärleitung gerade, checken mal hier die Rohre. Das ist fertig, die Pumpe würde auch nachher funktionieren. Wir sind bis hierhin und dann müssen wir hier gucken mit dem Sensor da, ne? Wie das funktioniert. Also es ist noch kein Eingang. Wir müssen ja jetzt hier noch das da anschließen, oder? Dann geht's hier lang, da lang. Sollte diesen Raum etwas kühlen, wenn es geht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Die Idee wäre eine Weiche gewesen, ne? Bin mir jetzt nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich das vorhabe hier. Das würde ja... Ja, gute Frage. Also hier geht auf jeden Fall was jetzt hier unten, das ist schon mal super. Weil wir diesen Wasserbassin gebaut haben, funktioniert das. Pumpe, pumpt auch rein, pumpt auch von da aus rein, das ist alles gut. So, Rohrbrücke. Das ist eine isolierte Rohrbrücke, die wir da haben. Also... Fall geht darüber, das würde bedeuten so. Also das Wasser kommt soll da rein und da lang. Gute Frage, wie es gehen soll. Ich weiß es noch nicht. Das ist hier auf jeden Fall der Flüssigkeitslauf in diese Richtung. Und der soll ja hier unten hingehen, ne? Wir wollen das ja hier noch nutzen. Isolierte Rohre angepackt. Machen wir nach da und hier gehen wir mal runter dann. Und da wollen wir nicht hin, sondern wir wollen da rechts hin. Also hier lang. Und hier wollen wir die Wärme verteilen, ne? Warte mal, das ist jetzt die warme Leitung, oder? Würde ich sagen, ne? Das ist der Rücklauf. Dann haben wir das hier falsch rumgebaut, ne? Ja. Die Brücken müssen weg, die natürlich schon gebaut sind, ist klar. Die Frage, welche Rohrleitung die jetzt gerade kaputt machen. Wahrscheinlich nicht die Brücke, sondern das andere. Ja, war klar. Ist doch immer noch falsch rum. Haben wir das nicht zerlegt gerade? So, jetzt geht's aber, oder? Machen wir hier gerade schnell noch den Abbruch. So, jetzt hat's einigermaßen was gebracht. Sanitär. Isolierte Rohrbrücke. Und da kommt das warme Wasser dahin. So, jetzt passt es dann aber. Ich hoffe, jetzt funktioniert's.
Oh, da ist noch einer fertig gerade. Granit hat er da oben gerade geholt. Ja, würde da jetzt mal bitte jemand die Wasserleitung wieder heile machen? Naja, machen wir das hier so, ne? Kriegen wir das auch hin, dass das klappt, oder? So. Okay, jetzt sind sie ja schon fleißig am Arbeiten, ne? Natürlich haben sie diesen Zipfel auch gemacht, ist klar, ne? Ja, geschlafen. So, dann nochmal Sanitär und isoliertes Rohr. So. Warte mal, nee, 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 mach mal weg hier, das ist verkehrt. Das war verkehrt. Wir wollen ja hier kühlen. Das heißt, die hier kommt das warme Wasser hoch, genau. Also nochmal. Kein isoliertes Rohr, sondern Radiatorrohr brauchen wir jetzt hier. Ja, da wird es auch noch hinkommen. Genauso wie es. Ah, nicht genügend Material. Okay, dann machen die das erst so und alles ist gut. Glaube ich jedenfalls. Der wird schon fleißig gebaut. Die Platten, die Kühlplatten, Radiatorplatten, wo finde ich die denn nochmal? Lüftung. Gute Frage. Stoff, Strom, Nahrung, Sanitär, Lüftung, Veredelung, Medizinstation, Klima. Die sind's. Da muss da noch eine hin. Ne, die da muss schon mal wieder weg. Ach so, und die da muss auch weg, weil da muss das Wasser ja rüber fließen, ne? Das soll da ja ein bisschen stehen bleiben, so sieht's aus. Wir haben es nur da nicht hingemacht, damit die da hingehen können, ne? So sieht's aus. Und wie wir sehen, geht es da schon mal gerade nicht, ne? Na, dann mach den mal da weg gerade. So sieht's aus. Und hier ist wahrscheinlich das Gleiche, dass man das nicht funktioniert. Gut, okay. Irgendwo ging gerade der Dingens an, der Pronter. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Drecklet. Können wir noch nichts mit anfangen eigentlich, ne? Aber wir können auf jeden Fall auch keine anderen nehmen, aber wir drucken den einfach mal. Keine Ahnung, ob der hier eingeht oder sowas, wahrscheinlich. Was braucht das Drecklet denn? Irgendwie braucht es doch Chlorgas, oder? Seht ihr jetzt gar nicht so, dass ihr das unbedingt braucht, oder? Mehlholz nimmt er auch, gut. Also mal gucken, wo wir den lassen, ne? Ja, da ist natürlich wieder lauter Wasser hier. Super, hat das wieder gut geklappt mit dem Wasser. Da unten geht's noch.
Shit. Hier haben wir jetzt auch getautes Wasser drin. Weil es da wärmer geworden ist. Hier oben haben wir die Draglets und das ist Chlorgas, ne? Genau so ist es. Ja gut, dann müssen wir noch mal überlegen, was wir da machen. So, die Leitung runter ist ja schon so gut wie fertig, oder wie sehe ich das? Mal gerade Rohrleitung an, ja, tatsächlich. Wird hier auch gebastelt. Nee, Radiator geht gerade nicht, okay. Dann isoliertes Rohr, das Stück noch da drüber, geht schon. So, und da geht das Radiatorrohr dann weiter, ne? Genau so ist es. Da kommen die aber jetzt überall hin, ne? Oder? Ja. So, dann da. So, 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 so. Können wir diese drei hier unten eigentlich auch weglassen, glaube ich, oder? Obwohl, wir können dann auch so machen. So, und dann haben wir sanitär isoliertes Rohr, wäre schon hier wieder hoch, ne? Ah, ist doof, weil es da nicht so geht, ne, oder? Ach doch, die können da ja die Leiter nehmen. So, das ist die Zuleitung, dann ist das die Rückleitung, ne? Dann würde das bedeuten eine Brücke. Die da hinfließt, oder? Würde ich mal so sagen, oder? Das isolierte Rohr. Kommt hier wieder lang. Hier ist ein bisschen complicated dann. Wie kommen wir hier rüber nirgendwo? Das bedeutet, wir müssten hier lang gehen. Ja. Ich glaube, dann ist der Weg nur so machbar vielleicht. Da brauchen wir wieder eine Brücke. War das so rum? Ich glaube ja. Und dann die isolierte Leitung wieder. Und dann haben wir das geschlossen eigentlich, ne? Nur das Problem ist, dass wir das noch nicht an die Pumpe angeschlossen haben, die wir gar nicht hier haben, oder? Wie sehe ich das? Ja, irgendwo muss noch eine Pumpe hin, ne? Ja, der Kreislauf ist da anders. So, das bedeutet, Pumpe muss ich auch noch hin. Ja, wie machen wir das, ne? Ich glaube, wir machen die Pumpe hier hin. Mache ich das mal hier schnell noch ab. Die kommt dahin. Und der Ausguss kommt daneben. Der kommt hier hin. Genau. Das isolierte Rohr kommt da dran. Das geht raus. Und bauen hier ein Becken hin.
Ja. Falls da was kaputt ist, müssen wir reparieren. Dann machen wir das so, oder? Kann das sein, dass das so richtig ist? Ich will es hoffen. So ganz klar ist das nicht, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Brech das mal gerade noch die zwei ab, weil die müssen da ja auch irgendwie noch hin, ne? Das können wir ja mal zerlegen. Noch holen sie das Wasser hier, ne? So, wie sind wir denn weiter aufgestellt jetzt mit Radiatoren? Geht gar nicht. Uns fehlen da Metalle. Jetzt sollten die wieder funktionieren, oder? Was macht's Essen überhaupt? Ach, reichlich, okay. So. Und dann fehlt es an Metallen weiterhin. Und da arbeitet schon einer? Nein. Doch, jetzt geht's wieder voran. Sauerstoffmangel. Insgesamt gesehen sogar, wow. Warum geht es denn hier nicht voran mit Sauerstoff? Hier unten ist gut. Mal irgendwelche Pumpen noch aus? Eigentlich nicht, ne? Läuft doch eigentlich, oder? Hier, der ist aus. Was ist das Problem? Keine Algen mehr. Okay. Ist dem so? Keine Algen mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Graben. Da. Genauso wie da. Und dann da. Haben wir woanders noch Algen? Hier wären noch Algen. Das waren noch Algen hier, ne? Nicht, dass wir da nachher irgendwas Schleimiges da anpacken, ne? Nee, das ist schon alles gut. Da haben wir jetzt was. Kommt der da dran? Ja, ne? Ja. So, die nehmen auf, alles ist gut. Und dann können wir diese gerade auch noch abbauen. Die Alge. Da kann man ja hin, ne? Ja. Müsste mal gucken, dass man hier noch reinkommt, um diese Algen zu holen, ne? Machen wir erstmal so dann. Hier ist nichts mit Algen, da wären noch ein paar Algen. Und sonst nicht, okay. Das heißt, wir müssen uns mehr auf die andere Geschichte konzentrieren hier. Wo ist unser Kernkraftwerk hier? Wasserstoff. Hier ist der Wasserstoff. Wo kommt der nur her? Ist hier ein Geysir oder was? Mal gerade die Leiter hier auch tiefer runter, dann wird das auch abgebaut und daneben können wir das tatsächlich auch alles abbauen dann. So, Essen. Ah, ist jetzt gerade weniger geworden. Hier fehlt es an den Kacheln. Sandstein fehlt da, okay. Kriegen wir auch noch hin, bin ich von überzeugt.
Vielleicht sollten wir das mal hier erst noch weggraben. Ja. Ich denke mal, wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Gucken zu, dass wir nächste diese Rohrleitung weiterhin kriegen, die dann da hier quer durchs Bild geht. Die sich hier aufwärmt und dann da oben wieder kalt macht. In der Hoffnung, dass das so passt, wie ich mir das vorstelle. Na, hier ist ja minus 30 Grad. Und dann wollen wir hoffen, dass das so weit geht. Dass es hier funktioniert, oder? Die ist abgeschlossen, das ist jetzt mal gut. Ja, die Pumpe, die müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier machen wir gerade noch eine Leiter hin, denke ich. Dann kommen die da auch hin, ne? Ich glaube, sonst haben die da ein Problem. Diese Leiter könnte man auch zerlegen. Auf jeden Fall diese hier, oder? Ah, die lassen wir noch, dann können wir da noch eine Decke vielleicht mal irgendwann bauen, wenn es sein muss. Okay. Hier könnte man natürlich auch schon mal jemanden reinsetzen. Aber wie gesagt, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr mitkriegt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und sonst ja, könnt ihr Kommentare gerne machen. Da freue ich mich sicherlich drüber, wenn ihr Kommentare macht. Und dann teilt das Video auf anderen Kanälen. Dann kriegen alle mit, dass ich Oxygen Not Included hier mache. Alles klar, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.